Verfassungsschutz, wenn ich es anhören muss von der Regierung. Anteil Delegitimierung des Staates. Aber ist es wirklich so schwer zu verstehen, wer diese Leute sind, was sie wollen und warum sie gefährlich sind? Diese Leute verbreiten mitunter auch als Abgeordnete der AfD Rassismus gegen Geflüchtete. Sie verbreiten antisemitische Verschwörungstheorien über finstere Mächte, die die Welt aus dem Geheimen heraus lenken würden. Sie planen Säuberungen und Entführungen politischer GegnerInnen. Sie halten den Staat für schwach, weil er nicht hart genug durchgreift. Das muss ich auf jeden Fall mal zugeben. Also kurz zur Unterbrechung. Also der Staat ist ja natürlich auch ein Staat, der offenweise das machen sollte. Sie wollen eine autoritäre Diktatur. Ja, Diktatur ist immer gefährlich. Wir die Dinge. Wir gucken an. Beim Namen. Wir haben es mit bewaffneten Rechten zu tun, die eine Gefahr für viele Menschen und für die Demokratie sind. Aha. Interessant. Machen wir mal das Ding da weg. Und auch immer diese scheiß Kommentare, ganz unterschiedliche, zum Teil krude ideologische Aspekte zusammenkommen, widerspricht nicht dieser klaren Einordnung. Faschistische Ideologie zeichnete schon immer aus, dass sie in der Lage war, disparate, irrationale... Da ist auch nicht mehr zuzufügen. Ihr auf den Rücken der Menschen. Auf jeden Fall diesen Land, natürlich. Ein Land gefunden, was jeder frei leben kann als sonst. Sag mal, wo sind wir eigentlich hier landet? Sind wir in der Diktatur oder ist in der GBA oder irgendwas heißt? Und ja, natürlich, sie haben gesagt, ja, die spinnen ja alle. Und sagen, ja, wir werden auch alle, es gibt ja bald kein Morgen mehr, wenn ihr natürlich so, dass die Menschen auch durcheinander sind. Sei es dann natürlich auf jeden Fall. Die Leute sind, die wollen nicht mehr. Die sind müde, die wollen nichts haben. Also, die wollen ja, was wollen wir natürlich auch so, was wird natürlich noch in Musestunden da rumliegen. Es wird natürlich diesen Krieg da. Mir besonders das Thema der Ukraine-Krieg. Der ist bei mir besonders im Händen noch. Auch noch bei uns noch, natürlich auch rocken. Aber natürlich auch Gesellschaft, wenn ich höre. Und sagen sich, man muss doch. Und man sollte hier die Gesellschaft schön im Loch im Bach runterlassen. Oder man sagt, okay, wir müssen alle zusammenbleiben. Oder einfach mal sagen, okay, hört mal auf mit diesem Krawall. Hört mal auf, du sollst mal aufhören mit deinem Krawall, deine verdammten Waffen. Mal die Hose fallen lassen. Ich kann es nicht verstehen, dass Leute immer Menschen, die eine Waffe haben, irgendwas sie wollen. Ich weiß es nicht, was mit den Leuten da los ist. Ich möchte gerne mal wissen, von den Menschen mal wissen, warum macht ihr das denn? Beispiel mit den Kindern. Ich habe mal schon einen Beitrag gelesen. Ich habe gelesen, dass im Kirchheim ein Kind weggemurkst hat. Und das war eingegriffen und vorm Bahnhof und zack, ist einer ja schon, das Kind lebt ja nicht mehr, schade einfach, aber das Kind müsste nochmal leben. Aber wenn es nicht dicht, dann ist es einfach dicht. Dass der Charakter zeigt. Wenn wir nicht reinstehen und nichts machen tun, wird immer mit den Waffen, wer mit den Waffen, wird der Kommissariat eingeschaltet. Und dazu würde ich euch für alle auffordern, mit den Waffen verschärfen diese Regel. Ich will ja dieses Land doch gar nicht, weil ich ja mit Waffen bedroht wäre. Das ist meine Freiheit, wird bedroht. Es wird auch mein Leben bedroht und vielleicht würde ich nur in diese Tage so im Krankenhaus landen. Und das würde ich natürlich auch, die würden natürlich Behörden Druck machen, es wäre weiter zuführen. Und natürlich, man könnte auch Polizei fragen, mal sagen, ihr fahrt auch auf Streife mal. Und dann würden sie sich, okay, finden wir da was, dass die Leute nicht krawallig auslösen und dann ein bisschen rumfahren. Aber die wenig nicht. Und die Regierung hat nur andere Themen in Sicht, was man natürlich machen sollte. Und ob man sich, ja, weiß ich nicht, ob ihr bald nicht im Amt seid, dass ihr natürlich auch so denkt, ihr müsst mal die Bürger kümmern, ihr müsst doch mal denken, es reicht. Und sagen sich, ja, dann kümmert ihr euch verdammten Bürgern. Ihr sollt erstmal mit den Bürgern noch in Kontakt kommen. Ihr sollt natürlich auch so denken, hey, wo bin ich hier gelandet? Sind wir in der Diktatur? Oder sind wir bald, drei Polizisten, sind drei Stück und wir machen hier eine totale Tanzgruppe oder wie was. Also natürlich sind wir total
bekloppt tanzen zu gehen oder irgendwas? Oder dürfte man gar nichts mehr machen oder wie? Wo bin ich denn dann in dem Land? Ich habe gedacht, wir sind hier in Deutschland sind wir, aber keine gewaltige Gruppe sind wir nicht. Und jeden Tag Boxer aufschlägen oder so. Wir sind hier in Deutschland ein Land, dass wir so stark sind und solidarisch bleiben wollen. Und natürlich auch Frieden sind auch sind wir. Man muss auch mal bedenken. Und die ganz hinten, die Leute, ihre Kinder Abteile sind, die leiden an diesem VR-Virus. Der andere, die haben wenig. Da denkst und da hinten. Ihr müsst auch denken, mit den, natürlich so, mit den Maßnahmen kommen wir nicht hier nicht weiter, bis hier nicht gehandelt wird. Sonst wird ihr alle Stück für Stück, alle sagen sich, ja, wie kann ich das machen? Wie kann ich denn mich schützen? Es ist ganz komplett. Es gibt ein, mal, ich hatte zum Beispiel Livestream mal angekündigt oder obwohl gesagt, ich sage auch mal vorweg, nehmt euch Pfefferspray mit. Das ist natürlich auch so, ne? Wenn einer kommt, dann immer schön undächtig machen, ne? Ich will nicht, dass einer hier sagen sich, ja, verrate doch gar nichts. Das, Leute, das ist hier uns, ist nur für alle. Ihr könnt es einfach mal öffentlich machen, einfach reinpacken und ja, ihr sollt nichts dafür nicht rüberkommen. Die Anwürgen soll das nicht sehen. Und der sagt, das, okay, dann bleiben wir schon entspannt. Aber. Es würde dann sehen, was passiert, wenn mich trotzdem angreift. Soll ich dann so auf dem Bobo landen oder sollt ihr sagen, haut einfach ab? Das ist natürlich der Einzelpunkt. Und sagen sie, ich könnte gut rennen und sagen, dass sie dann einfach abhaut und dann sagen, ja, auch in dein Leben. Und das ist zum Beispiel Punkt, warum immer die Regierung nichts alles nicht hilft. Regierung soll bitte mal alles machen und die soll mal Gas drücken, sonst wird eine andere Koalition geplant hier. Elemente einzubinden. Bei technischer Geräte oder was? Reden Sie keine Lottozahlen hier. Wenn wir dieses Problem, dieses Phänomen aber nicht begreifen, dann werden wir es auch nicht richtig bekämpfen können. Ja, mit dem Bekämpfen haben wir auch schon gesehen. Und was wollen Sie noch bekämpfen? Natürlich diesen Rechtsstaat und die anderen Möglichkeiten, die wir zu brennen bekommen. Es muss alles hinbekommen, Mann. Wir haben was anderes zu tun. Wir haben andere Probleme. Und ja. Ich glaube, wenn wir schon früher klar gesprochen hätten über die rechte Reichsbürgerszene, dann hätten wir auch konsequenter entwaffnet. Das ist meine feste Überzeugung. Auf den Weg machen, einen rechten Putsch vorzubereiten. Ja, wenn ihr zum Beispiel denkt, macht euch bereit, es gibt bald was anderes auf dem Tisch gibt. Und ja, dann würde ich mal sagen, also wie gesagt, ich hab's euch gezeigt, das Video und meine Meinung mal gezeigt habe, wie die damit so umgehen und ein bisschen was erklären kann. Und trotzdem würde ich mal gucken, was ich in den Titel reinschreibe. Muss ich mal schauen. Und ja, würde ich mal sagen, schreibe ich einfach, was da los in der alles an Politik hier los, ey. Meine Herren. Würde ich mal sagen, ja, wiedersehen. Tschüss.